Moin! Ja, ich bin heute dabei und versuche die Zapfwellenkupplung von Annika Schlepper vom Fendt Pharma 311 zusammenzubauen. Ich habe jetzt hier schon mal alles einmal sauber gemacht, ne? Hier habt ihr nochmal dieses Federsystem, das drückt nachher hier vorne rauf. Der Hund kommt hier so rauf. Das sind einfach gewölbte Scheiben, ne, die immer aufeinander gehen. Und das Ganze sieht dann halt so aus. Und das sorgt für einen Federeffekt. Das Ganze muss ich nachher mal einstellen auch. Warte kurz mal. So mit diesen Scheiben hier, dass wir den richtigen Abstand nachher haben. Ne, also hier ist eine Hülse, jetzt haben wir auch alles genau gesehen, auf einer Schraube mit Scheiben für den Abstand und dadurch wird der Federdruck hier eingestellt. So, kriegen wir es jetzt einmal so rum hin. So, ja, das kommt hier rauf, das ist zum Schluss. So, hier haben wir jetzt die Grundplatte, darauf kommen jetzt die Kupplungsscheiben. Sprich, wir waren ja heute im Garten mit dem 926 da, haben wir das auch nochmal angesprochen und sagte, geht ihr perfekt ran. Annika sagte, jo, er sagte, ihr wisst mit den Scheiben. Annika sagte gleich, ja, wir müssen mit Sinusplatte anfangen und so. Und der Meister, der guckte sowas von erstaunt, ja. Annika weiß Bescheid über den Trecker. Nee, es ist ja nun mal so, wir haben hier. Das müssten ja hier 8, 7 und 2 sein. Das sind quasi die Sinusplatten. Das ist Anfang und Ende. Also das muss man darauf aufpassen, dass man das natürlich nicht unterscheidet, ne? Ganz logisch, steht auch eine Anleitung drin. So, dann fängst mit einer hiervon an, dann kommt die Kupplungsplatte, nächste hiervon und immer so weiter. Und am Ende kommt dann wieder so eine rauf. Dann hast du das richtig gemacht, wenn du so schlüssig aufkommst. Also am Ende sind zwei, ne? Und am Anfang zwei. Aber sehen wir auch gleich. So, ganz wichtig ist, das muss natürlich fettfrei sein. Jede Kupplung kennen wir. Darf nicht irgendwie verschmiert sein mit Öl oder Fett oder sonstigen. Dementsprechend werden wir das auch nochmal mit Bremsenreiniger jetzt sauber machen. Dass wir da auch hundertprozentig sicher sind. Das werde ich auch jetzt nochmal mit Bremsenreiniger ein bisschen absprühen. Wie gesagt, es war ja im Teilwäscher drin. Aber trotz dessen ist das schöner. So, wenn wir das alles so machen, sollte das auch nachher den gewünschten Effekt erzielen, dass wir da auch richtig rangehen, ne? Ja, steht sonst auch eine Anleitung noch mal drin. Ich weiß gar nicht, ob wir die richtige. Ja, hier. Der Lamelleneinbau beginnt mit Sinus-Innenlamelle gewellt, einer Innenlamelle, danach im Wechsel Außenlamelle, Innenlamelle, immer so weiter, ne? Und endet mit einer Innenlamelle. Und am Schluss wieder eine Sinus. Die sind so ein bisschen gewellt, okay. Ja. Ne? Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann. Frag mich nicht. Sind aber die hier mit der Teilenummer 960 und die anderen haben die Teilenummer 950 am Ende. Ich weiß nicht genau. Das hat ja eine F822-Nummer. Das ist, glaube ich, auch nicht. Müssen wir mal nachgucken. Ich weiß nicht, ob so, dass die Dinger glatt auch noch in der Kupplung in der Lastschaltung sitzen beim 800er. Aber, weil es eine 800er hier Teilenummer ist, ne? Aber das kann auch Zufall sein, ne? Ja, so sieht das aus. Denn haben wir hier alles zusammen. Wie gesagt, hier haben wir noch Langzeitfett, habe ich mir noch besorgt. Das brauchen wir dafür nachher, um das ein bisschen einzuschmieren, das Ganze. Also nicht die Kupplungselemente, sondern hier die beweglichen Teile, dass die auch gut hin und her rutschen können, ganz klar. Ja. Sonst Sauberkeit natürlich ganz logisch, ne? Lager habe ich nochmal geguckt, das läuft super, also da sehe ich keinen Sinn drin, dieses Lager jetzt hier auszuwechseln, ne? Hier ist nochmal diese Kupplungsklaue, die hier nachher drauf sitzt, um das Ganze hier auszukuppeln, hin und her zu bewegen, ne? Ja, so sieht das aus. So, dann wollen wir mal anfangen. Also wir fangen mit einer Teile Nummer 960 an, das ist eine Sinus. Verstehe den Effekt vom Gewölbten noch nicht. Naja, machen wir alles ein bisschen. Es kann sein,
dass da eine kleine Ölschicht drauf ist jetzt. Das machen sie gerne vom Werk aus, damit das nicht rostet. Deswegen machen wir das einmal mit Bremsenreiniger ein bisschen sauber hier. Dass wir das auf jeden Fall unterbinden werden. Dass es hier auf gar keinen Fall dazu kommt, dass es durchrutscht. So, jetzt nehmen wir 59er Teile nochmal, die ganz normale Innenlamelle. Auch bald ein Zungenbrecher. Uiuiui. Und auch hier gehen wir dabei und machen das einmal mit Bremsereiniger. So, und da bricht den Fettfilm, dann können wir dann mit Luft, wird das Ganze doch schnell beseitigt. So, die setzen wir jetzt hier einfach oben drauf auf die bestehende Sinuslamelle. Nun kommt der eigentliche Kupplung, die Kupplungslamelle oder wie nennt sich das eigentlich, weiß ich nicht genau. Wie steht das in der Teilenummer oder im Ding steht das unter der, wo haben wir es denn? Die 33, da, Außenscheibe nennt sich das anscheinend. So, auch hier werden wir mit Bremsenreiniger arbeiten. Ich glaube nicht, dass hier ein Film drauf ist. Aber Bremsenreiniger schadet auf jeden Fall nicht. Dann sind wir, wie gesagt, auf der sicheren Seite, weil es gibt nichts Ärgerlicheres. Du baust es zusammen und nachher hast du einfach den Effekt, dass das Ganze durchrutscht. So, die können wir jetzt hier rauflegen. Ich bräuchte nochmal einen Flüsterkompressor, ne? Und dann geht das weiter im Wechsel jetzt immer die Teile Nummer 950 am Ende und so eine Kupplungslamelle da. Ne, das machen wir jetzt bis zum Schluss einmal durch. So, wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich habe jetzt hier Kupplungsscheibe, Teile Nummer 950 am Ende. Und jetzt kommt wieder die Teile Nummer 960 am Ende. Ne? Das ist die Sinusscheibe wieder zum Schluss, dass wir das Ohr nicht haben. Ich weiß gar nicht, ob man das... Könnte man den Unterschied sehen, wenn man das jetzt verwechselt? Ich kann ja nicht mehr... Die ist ein bisschen anders geschliffen, ist sie ja. Aber ob man das unbedingt, warte mal, ich mach das mal sauber. Die soll ein bisschen gewellt sein, steht da. Ob man das unbedingt so mit bloßem Auge erkennen kann. Und jetzt, welche Tüte hattest du jetzt? 960, die Außenscheibe. Also die ist vom Schliff ein bisschen anders, aber ich schätze, die wird auch noch, das weiß ich nicht. Leicht gewählt, ist so hin und her, glaube ich. Keine Ahnung. Raufsetzen und nicht fallen lassen, das ganze Ding, dass sie durcheinander kommen. Wird das ja vertauchen. Ja, das wird man rausfinden können. Hat ja auch eine andere Farbe als die andere. Guck mal, die ist gewählt, tatsächlich. Ja, die geht so ein bisschen hin und her. Siehst du das? Da ist ein bisschen Luft zwischen. Hier liegt sie auf. Luft zwischen liegt sie auf. Ja, da steht ja auch gewählt. Oder wie stand das hier? Gewellt. No. Das heißt. So minimal gewellt, wer sich das ausgedacht hat, ne? Ja, wird hier irgendwo seine Präzision haben. So, machen wir den hier nochmal sauber. Kannst du den kurz festhalten? Dass wir den auch nochmal fettfrei haben. Kannst du mich auch nochmal damit einsprühen? Nee, lieber nicht. Achso, jetzt habe ich es verstanden. Ja. Nee, Bremsenreiniger und Hautkontakt ist nicht, deswegen hat selbst der Sippers heute Handschuhe an. Es schadet jetzt nicht unbedingt, aber es trocknet die Haut ungemein aus. Ne?
So, können wir den hier oben rauflegen. Sehr gut. Müssen wir hier auch. Ich weiß gar nicht, der Meister sagte nachher, dass die hier auch denn sich verformen, oder was? Tellerförmig, sagte er, ne? Ja, die werden, wenn die verschlissen sind, tellerförmig, genau. Aber bei uns ist ja ganz klar, dass dieser Kupplungsbelag hier einfach ja, komplett runter ist. Ne? Da ist ja nichts mehr drauf. Aber ist das jetzt die Sinusscheibe? Die ja, hier oben, guck mal hier, die sitzt auch nicht ganz drauf dann wieder. Also, du könntest sie, wenn du wollen würdest, unterscheiden tatsächlich. Ja. Dann müssen wir den Müll wegbringen hier. Die ist aber noch extremer. Ach nee, doch nicht. Das sieht jetzt nur so aus. Die ist auch wirklich gerifft oder gewellt. Ja, man sieht es doch, ne? Ja, also man könnte meinen, dass es Schrott ist, die neue. Ja, Wahnsinn. Aber was ich euch nochmal sagen wollte, ne? Also, mir schrieb einer in den Kommentaren, dass hier so. Hast du die Anaconda bewegt? Ja. Schrieb hier beim 615er, hier hat er die Zapfenkupplung in der Mittagspause schnell gemacht. Und das ist tatsächlich so. Es ist so einfach gemacht hier beim Fendt, diese Zapfenkupplung zu tauschen, dass du das tatsächlich, wenn. Guck mal, wir haben da jetzt lange gebraucht, weil wir auch nicht wissen, wo sollen wir was abnehmen. Aber wenn du das einmal gemacht hast, ne? Ist das tatsächlich so einfach, dass du das in der Regel, wenn alles klappt, tatsächlich so in der Mittagspause schnell mal tauschen kannst. Ne? Also ohne Witz jetzt. Das ist richtig geiles Patent. Das ist bei den 300ern und bei den 600ern, glaube ich. Ne? Dass diese Kupplung so von der Seite zugänglich ist. Also wirklich ein astreines Patent. Das ist eine mega geile Sache. Ne? Und das noch zu einem wirklich kostengünstigen. Lass es maximal jetzt, ich glaube nicht mal, dass es 300 Euro gekostet hat, diese ganze Geschichte jetzt hier zu tauschen. Ja, so kostengünstig beim Schlepper eine Zapfenkupplung zu machen, also hallo, ne, ey, das ist echt mega. Und das, selbst wenn ich das jetzt in die Werkstatt geben würde, es würde ja nicht super viel Arbeitslohn fressen, weil das so zugänglich ist, also das ist echt krass. So, ich habe jetzt noch einmal die alten Sachen alle einmal sauber gemacht, weil ihr kennt mich ja, bei mir wird sowas noch nicht unbedingt weggeschmissen, in der normalen Werkstatt geht das gleich in die Schrotttonne, das ist so, aber ich kenne das aus der Praxis hier, sowas kannst du oft nochmal als Unterlegscheibe irgendwo nutzen oder was weiß ich, ne? Das gibt immer so Aspekte, also es wird nie wieder in dem Fall Kupplung hier zu Vorschein kommen. Hier sieht man vielleicht auch noch stark so ein bisschen die Riefen, die da drin sind. Da brauchen wir gar nicht darauf tendieren. Aber trotzdem ist sowas in so einer großen Scheibengröße, wenn man universal irgendwie so ein bisschen am Bauen und Werkeln ist, oftmals sehr nützlich. Für zig Aspekte und deswegen werde ich das jetzt so als Paket in die Fendt-Schublade aber packen. Dann weiß ich, okay, da habe ich sowas. Hau mir hier einen Kabelbinder ran. Dann sind die alle zusammen. Und ja, gut ist das, ne? So sieht so ein Paket dann eher nochmal so aus. Ja, aber haben wir das schon mal erneuert. Ja, Leute, kennt ihr das, wenn ihr morgens aufwacht und ihr hört schon diesen Regen an der Scheibe, da startet der Tag echt nicht so schön. Oh Mann, ne? Es war wieder so schön abgetrocknet oder fing an, ne? Schön abgetrocknet war es tatsächlich noch nicht, aber es fing an schön abzutrocknen, sagen wir es mal so. Dann hörst du heute Morgen schon den Regen und ja, ne? Also wenn du hier rausguckst, siehst du schon da das Wasser auf der Straße wieder, das steht und dieses Feld überall. Ja, hat wieder ordentlich Regen gegeben. Mann, das ist echt, also kann ich euch ehrlich sagen, wer nicht aus der Landwirtschaft kommt, in diesem Jahr ist das eine riesengroße Katastrophe in der Landwirtschaft. Wir kommen nicht auf die Felder. Hier ist hier oben so gut wie noch nichts passiert bei uns, wirklich noch nichts passiert. Und wenn denn jetzt was passieren soll, dann Alter, da wird ja nichts mehr stillstehen, ne? Es muss ja noch hier teilweise geflücht und gegruppert werden, ne? Je nachdem, welches System man hat, um das überhaupt erstmal vorzubereiten. Dann muss Weizen, Gerste, keine Ahnung was, Bohne, ne? Das muss noch alles in den Grund. Hier ist noch nichts weiter in den Grund. Es muss vorbereitet werden für die Maisaussaat. Der Mais kommt dann in den Grund. Der erste Schnitt wird gemacht. Gülle muss gefahren werden, Mist muss gefahren werden. Also hier, ja, wenn das Wetter mal gut ist, da ist nichts mehr zu halten. Da, puha. Da muss so viel auf mal passieren. Junge, Junge, Junge. Also sowas
ja auch noch nicht erlebt. So kalt und so nassen April. Boah, und März ja auch schon, beide Monate. So eiskalt. Boah, das ist echt der kälteste April aller Zeiten. Meine Güte, du. Naja, drüber aufregen, ändert es auch nicht. Wir sind währenddessen immer noch beim Agrarantrag bei. Er kriegt es immer noch nicht runtergeladen. Ich kriege da nicht mal einen zu fassen. Es ist echt also so ein Müll. Oh, ich weiß nicht, ob das am MacBook liegt. Werde ich nochmal testen mit so einem Windows-PC, müssen wir nochmal rauskramen. Fürchterlich. Ganz ehrlich, ich verstehe auch nicht. Es ist ja so super kompliziert. Da müssen wir noch Endo melden, diese ganzen Düngerdateien noch woanders. Und die Tiere wieder bei Hit. Das ist richtig hinterweltlich, dieses Programm da. Oh. Es wäre viel geiler, ne? Aber das ist ja, wird nie so kommen. Aber warum gibt es nicht einfach vom Start eine App, die ich als Ackerschlagkartei nutzen kann, wo ich meine Felder drin habe? Dann haben sie das exakt für den Agrarantrag, wo ich welche Sorte habe, auf welchem Feld, weiß man ja direkt. Die braucht man ja nicht jedes Jahr wieder ausmessen, die verändern sich ja nicht so schnell, ne? Sonst kann man das ja extra da einbeziehen, wo ich die Düngung habe, die dann automatisch da auch an die richtige Stelle gemeldet wird. Ne? Das eine zum Antrag, das andere an die Stelle und die Tiere, dass ich da auch gleich meine Tierkartei habe, dass das auch an die richtigen Stellen gemeldet wird. Abgänge und so, Geburten, alles zack, in einer App, fertig. Ne? Ja, das wird zu einfach. Ne? Ja, das wäre noch so mein Traum, denn wenn man schon so viel melden muss, dass das dann auch einfach gestaltet ist, aber naja, wir leben ja nun mal hier in Deutschland. Es muss ja sehr kompliziert sein. Ja, ich bin gespannt, ob wir das noch mit diesem Agrarantrag hinkriegen. Also das ist ja echt eine mittelschwere Katastrophe. Kriegt gar kein Jahr runtergeladen, auch nicht die letzten Jahre. Er dreht und dreht und dreht. Und das 24 Stunden, 48 Stunden. Es steht nur, lädt es hier vom Server runter. Ja. Komm nicht weiter. Ich komme einfach nicht weiter. Das ist echt ein Müll, du. Mann, 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 Mann. Das ist echt schrecklich. Naja, wollte ich euch nur so am Rande mitteilen, weil das ja auch einfach so ist, wie es ist. Ne? Es hört sich mal alles einfach an und so. Mal auch diese Antrag. Alles über diesen Dings. Ich meine, das soll ja sowieso wegfallen, aber trotzdem. Ne? Dass man eine landwirtschaftliche App hat, ne? Agrar.de oder so heißt die App. Ne? Und dann ist das von... Aber es muss auch wirklich deutschlandweit das Gleiche sein. Nicht hier das Bundesland hat das und das, dieses ganze unterschiedliche Kram, das ist doch nervig. Ne? Einheitlich hier, zack. Ne? Und fertig ist das. Das wäre eine Top-Sache. Ja, aber... Ich glaube nicht, dass das jemals kommen wird. Das würde schon mal sehr viel Bürokratie abbauen. Definitiv würde die Landwirtschaft unterstützen, wenn das einfach, also eine einfache App ist, nicht so ein komplizierter Mist, sondern wirklich einfach, zack, ich sage ja, quasi Ackerschlagkartei und Schwein, hier Bestandsregister und sowas, alles in einem drin, was es denn automatisch, ich meine, die fangen ja an so, die Ackerschlagkarteien, dass sie das schon melden, das ist so, aber für den Agrarantrag geht es nicht, ne? Jedenfalls bei uns hier oben nicht. Ja, und da müsste es eine einheitliche Sache geben. Fertig. Das wäre wär ein Träumchen. Ja, einmal alles nass. Das ist doch top. Jetzt hat es da aufgehört. Sehr schön. Morgen, also heute haben wir jetzt, heute Morgen hatten wir 3 Grad. Ja, mal sehen. Es soll jetzt ja nächste Woche auf 20 Grad gehen. Oh, man 17. Das war ja nichts. Ja, sind wir mal gespannt. Wenn das jetzt warm wird. Der erste Sommerweizen kommt jetzt so langsam tatsächlich raus, ne? Aber auch nur der erste. Ja. Die Bohne versteckt sich auch noch. Es ist einfach zu kalt. Da will nichts wachsen. Das ist einfach eine Katastrophe. Ne? Zu kalt und zu nass. Ja, abwarten. Ne? Wir hoffen weiter. Ja, Leute, es ist soweit. Ich kann den 926 jetzt hier abholen. Gestern haben wir ihn gebracht. Heute ist er nun fertig geworden. Ne? Da vorne ist auch einer gerade an der Zapfwellenbremse. Ja, hier steht noch eine Kabine. Sehr gut. Dann können wir jetzt nach Hause fahren. Ja, er war ja an der Zapfenbremse. Ne? Was habt ihr geschätzt, was er wohl für Pferde hat? Ist er gedreht worden jetzt noch oder nicht? Ne? Diese Fragen bestehen jetzt ja. Also, er war an der Zapfenbremse. Ich kann euch mal hier ein kleines Video, einen kleinen Ausschnitt davon einblenden. Das Ganze geht eine Minute 50 oder so, aber so von den Haupt... Merkmalen.
Ja, das waren 1798 Newtonmeter, ne? 250 PS am Zapfwellenstummel. Das sind bummelig, ich glaube, was sagt man eigentlich, 10% oder so meine ich. Das sind dann bummelig 277 PS an der Motorleistung, anstatt die 260, also hat er schon ein bisschen mehr. Dementsprechend haben wir ihn auch so gelassen, er sagte auch, der läuft so sauber und gut. Nicht, dass er irgendwie stark hustet und sowas. Er sagt, der Meister sagt, der läuft so perfekt, den würde er auf jeden Fall so lassen. Ich sage, natürlich, den lassen wir so. Ne, da brauchen wir gar nichts verändern. Wenn er so gut läuft, das ist auch perfekt. Ne? Da wollen wir nicht irgendwie noch was groß verändern. Ja, und dann hatte ich ihn ja noch da, um die Stickstoffblasen zu füllen. Aber da ist leider das Problem, dass alle drei kaputt sind. Also sprich, auf der Stickstoffseite ist Öl. Das heißt, die Membran ist im Arsch. Und das bedeutet natürlich dementsprechend, dass die nicht mehr zu retten sind. Die sind jetzt alle drei neu gekommen. Und ja, dann haben wir die jetzt auch neu und sollten eigentlich vom Fahrkomfort auch dementsprechend ein ganz anderes Erlebnis haben jetzt. Weil die Vorderachsfederung ja durch diese Stickstoffblasen ja funktioniert. Und vorher war diese Funktion ja gar nicht gegeben. Da habt ihr auch immer gesehen, wie der so huppelt und sowas. Das war ja fürchterlich. Ja, das ist jetzt alles gemacht. Und ja, kostet natürlich, schätze ich, ordentlich Geld, ne? Das ist so. Aber nutzt ja nichts, ne? Das wollen wir ja auch gerne alles ordentlich haben. So, nun geht's nach Hause hier. Schön dicken Fan. Oh, das ist ein geiles Ding, ne? Da kann man machen, was man will. Oh, kommt gleich 30er-Zone erstmal hier. Oder ne, bis 15 Uhr. Wir haben 15:45 Uhr. Kann ich sogar durchballern. Ab nach Hause ohne Pause. Hier, ich fahre jetzt ja auch nicht mal die sauberste Straße, ne? Und vorher war das ja wirklich so, dass die Motorhaube jetzt hier hoch und runter geschwungen ist, so jupp, 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 jupp. Und jetzt, der läuft so sauber. Jetzt fehlt ihm nur noch hier eine pneumatische Kabinenfederung. Aber das wird erst wahrscheinlich der 415 kriegen, dem fehlt das auch noch. Ja, und dann ist das richtig komfortabel. Aber das ist schon so echt zu merken, Wahnsinn. So, wir wollen jetzt die Zapfwellenkupplung einsetzen. Ich habe schon im Trecker alles so gut wie ich konnte sauber gemacht, dass wir das jetzt einsetzen können und die Stellen soweit fetten. Also rein theoretisch sollst du nur das Zahnrad machen und dann die ganzen Kupplungen draufsetzen. Aber das fand ich eigentlich Quatsch, weil ich so besser rankomme. Hoffe ich, dass ich mir da keinen Strick rausgezogen habe. Eigentlich sollte das kein Problem sein, das so am Stück hier reinzusetzen. Ne? Werden wir gleich sehen. Ja. Sieht man auch hier gut. Hier setzt die Zahner drauf, dann kommt der Sägering, den habe ich schon neu hier liegen, einmal vor. Und dann kommen die ganzen Kupplungselemente drauf. Ja, ne? Und dann kommt nachher diese Andruckplatte. So, und dann werden wir nachher das hier einmal ausmessen. Ich habe schon gemessen, die Federelemente hier an sich sind 36,65 von der Höhe. Ne? Guck mal hier, die Tellerfedern. Sind bei mir ein bisschen älter, deswegen ist es ein bisschen weniger. Dann sollen wir noch den Abstand nachher hier messen. Und die Vorspannung soll 9,5 bis 10,7 nachher betragen, also die Differenz dazwischen, zwischen diesen beiden Werten. Und das gleichst du halt mit diesen Scheiben hier aus. Ne? Ja. Wenn ich da noch eine zu haben soll, dann ist natürlich schlecht. Die habe ich nicht da, weil das sind so spezielle Scheiben. Ja, ich habe es noch nicht vorher geschafft, jetzt da zu gucken. Aber da müssen wir noch. Kommt noch nicht auf den Tag drauf an, aufs Feld geht es ja sowieso noch nicht, aber so von der Theorie ist das jetzt wirklich Klacks. Ja, ich weiß nicht, wie gut ihr das sehen könnt. Ich habe es mir aber schon fast gedacht, ich muss die Kupplungselemente jetzt alle einzeln reinnehmen. Das ist aber auch nicht so schlimm. Ich habe die einfach so abgenommen im Stapel, da wird nichts vertauscht. Es würde gehen, aber du musst hier in diese Schlitze reinkommen. Ich habe es mir beim Zusammenbau schon fast gedacht, ja. Wie gesagt, mache ich mal inzwischen wieder mit Bremsenreiniger sauber, mache ich jetzt schnell fertig und dann sitzt das auch gleich. So, ich habe das soweit zusammen. Ich soll das gleich nochmal alles nochmal wieder sauber machen, aber
So sieht das aus. Und wenn jetzt ausgekuppelt wird, wird das nachher so aussehen. Also nicht ganz so doll, aber so im Sinne, ne, dass er das löst. Da hält vorne dieses Federelement, denn diese Scheiben sorgen dafür, ne, dass das dann ausgekuppelt wird. Diese Schraube soll ich jetzt gleich nochmal mit Drehmoment anziehen hier. Ja, aber ich kann schlecht filmen, wenn das so dunkel ist hier. Ne, aber ihr habt es ja beim Ausbau gesehen, wie das alles vonstatten geht. Und so wird es wieder zusammengebaut. Also setzen tut schon mal soweit alles. Ja, ich habe nun alles soweit zusammen. Jetzt habe ich hier den Leerweg, wenn er ausgekuppelt ist. Der darf 20 mm betragen. Da hast du hier unten eine kleine Schraube. Und da habe ich jetzt eine Scheibe weggenommen. Der ist jetzt genau bei 20 mm. Und jetzt sollen wir hier noch einen Leerweg von 70 mm nachher haben. Das müssen wir jetzt einmal einstellen. Das machen wir hier unten an diesem Hebel. Sehen wir jetzt schlecht, meine Taschenlampe ist leer. Den kann ich daher umstellen. Den stelle ich jetzt ein und dann sollte das Ganze schon hier abgeschlossen sein. Ja, wir sind gerade hier am Hebel einstellen und haben jetzt überprüft, ob die Zapfwelle ausschaltet. Und das tut sie nicht. Nein, keine Veränderung. Tja, immer ein schönes Gefühl, ne? Aber wir haben wahrscheinlich den Fehler gefunden. Und zwar hier, ziehen wir den Hebel jetzt. Warte mal, ich brauche noch mal ein Licht. Ja, wie man sieht, ist hier die Pelle ab. Und jetzt ziehen wir, Annika. Seht ihr das? Der zieht sich hier in sich zusammen. Und das darf nicht sein. Ich glaube, dieses Eisen sorgt ja dafür, dass er stramm bleibt. Und so verliert er jetzt eigentlich die Hebewirkung, die er haben soll. Das ist natürlich schlecht. Gut, kannst wieder in den Kopf. Du musst zurückziehen und den Knopf drücken und dann den Knopf drücken. Zurückziehen, Knopf, genau. Und jetzt von vorne. Genau, dann ist er entlastet. Ja, trotz dessen ist es nicht schlecht, dass die Belege neu gekommen sind. Das haben wir ja gesehen, dass da auf jeden Fall ein Problem ist. Jetzt werde ich noch diesen Seilzug hier bestellen. Einmal austauschen und dann... Wir haben das wohl gesehen, aber ich habe nicht gesehen, dass der hier zusammenzieht. Ja, ich habe wohl gesehen, dass der hier aufgeriffelt ist. Annika sagte gleich, hier den sollen wir neu haben. Ich sage, ach was, da ist ja das Seil an sich ja nicht kaputt. Ne? Aber natürlich, die Verstärkung rundherum ist kaputt. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Und dann kann er ineinander schieben und verliert dadurch hier ein ganzes Stück Hebewirkung. Und das fehlt ihm nachher. Ne? Das rüppelt ja immer weiter auf hier. Ja. Gleich bestellen, dann ist das irgendwie nächste Woche da. Ne? So Leute, Seil haben wir bestellt. Nächste Niere dafür verkauft. Arschteuer die Sachen, aber so ist das, ne? Ja. Sehr gut, dann kommen wir da weiter. Also das, denke ich, wird das Problem jetzt lösen, definitiv. Und trotz dessen, wie ich schon sagte, ist das auf jeden Fall sinnvoll gewesen, die Kupplungsscheiben jetzt zu wechseln. Die hätten wir auch nicht gewechselt, wären nicht noch gut, hätten die gut ausgesehen. Jetzt nur so auf Verdacht, das machen wir auch nicht. Hätten wir sie rausgebaut und wieder eingebaut. Dementsprechend ist das neu, weil das kann Probleme geben, auch nachher, dass er nicht mehr haftet oder ne, nicht löst und was weiß ich alles. Und ich denke, wie gesagt, das Kupplungsseil wird das Problem jetzt hier lösen. Morgen kann ich hier das Werkzeug mal aufräumen, alles. Ich habe schon geguckt, hier oben diese Mutter, weil die kostet nochmal hier, ja, bei Granit 50 Euro, bei Fendt 100 Euro. Die kann ich weiter nutzen. Das ganze Gestänge hier und so weiter, ja, das kann ich alles so übernehmen. Das ist schon mal sehr gut. Ja, dann kommen wir hier, hoffe ich, weiter, dass wir das Thema dann auch abschließen können. Sehr gut. Sonst, ihr seht es hier, 415 ist vom Vordiss abgekommen, weil das Wetter ist einfach zu blöd. Ne, ist da reingekommen und der 926 steht jetzt hier auch schön drin. Ja, da soll ich jetzt auch noch ein paar Kleinigkeiten machen. Gut, das war's dann aber auch wieder zu diesem Video. Ihr wisst jetzt, wo der 926 steht. Finde ich super. Ne, das kann sich ja sehen lassen, dass der... so kraftvoll noch ist, noch zu den Stickstoffblasen. Also die beiden sind auf jeden Fall neu gekommen. Die müsste aber... Ne, die ist für den Frontkraftheber, ne? Ich meine, er sagte was von dreien. Oder sitzt hier unter noch irgendwo ein? Ich habe keine Ahnung. Ja, die wird für den Frontkraftheber sein. Glaube ich. Oder sagt er nur zwei denn? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht versteckt sich auch noch irgendwo eine. Auf jeden Fall, die sind nagelneu jetzt, ne? Und das kannst du ja eben so auch gleich merken. Gut, in dem Sinne sage ich wieder vielen Dank fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst den Daumen nach oben nicht. Kommentieren, abonnieren nicht vergessen. Und wie immer, bis zum nächsten Mal.